Denn jetzt sind exakte Lamente unsere Wiedergänger bald in Spawn-Reichweite. Was tut ihr da? Was zum Teufel tut ihr da? Gar nichts. Gute. Nämlich jetzt können wir hier dran vorbeilaufen. Ich weiß nicht, ob das eine ganz gute Idee ist, aber es ist eine Idee. Ich glaube, je dunkler es wird, umso mehr von den Viechern kommen. Und ja, schauen wir mal. Mist seethes. It reeks. Something's close. Und jetzt kommt er auf die Idee, sich mal Waffen anzulegen und eine Ausrüstung anzulegen. Und er ist zum Friseur geworden! Ich will nur noch ein Glätteisen. Nice move there, Captain. Das kann ich aber auch. So they say. But I didn't see him kill anyone. Ja, der war die ganze Zeit tot! My brother did. Rex. He said he had a brother 2 years younger. I see. He meant you. Your brother. What became of... He's dead. I'm sorry. It was you who killed him. I give you my word. That was not the way of it. Was zum? Das haben wir doch eindeutig gesehen im Intro, dass Bash ihm sein Frühstücksmesser in den Bauch gerammt hat. Ist das Link im Waldtempel? Rex, sir. My name's Rex. All I have left, sir. He's 2 years younger than I. It's time, Bash. Save the discussion for later. We found them! But if we arrive after he signed the treaty... Sir, we have little time. You must go to the tank. They're slowing us down. Captain Ozymus is... And for my parents. Captain, why? Our king, have you done? His Majesty was a traitor. Oh. Und damit wissen wir, was sich genau zutrug. A twin brother. Fancy that. Hmm. But still, the pieces fit, I'll give you that much. And he did look like you. Oh, das soll mein Zwillingsbruder vorkommen! Of course not. It was my fault that Rex was there. Nicht wahr? I am sorry. My brother, he trusted you. He trusted you and he lost everything. How can I believe you? Not me, then. Believe in your brother. He was a fine soldier. He fought to the last to protect his homeland. No. Surely he fought to protect his brother. You don't know anything! Believe what you want to. Whatever it takes to make you happy. What's done is done. Ich mag die Dialoge im Spiel. Ich finde, die sind eine der ganz, ganz großen Stärken. So, wenn ich jetzt auch noch... Jawohl, endlich! Ein Speicherkristall. Doch werden wir den Weg nach draußen ins Helle schaffen? Oder nicht? Ja, tut mir leid, mir fällt kein anderer besserer Cliffhanger ein. Und warum lebt Bash auf einmal wieder? Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy 12. Bis dahin wünsche ich euch noch eine wundervolle einen wundervollen Tag. Ich muss gerade mal was schauen. Was ich machen werde in der Zwischenzeit ist, ja. Ich werde kurz ihm hier schon mal diese Lizenz irgendwie anverleihen. Und das hier in weiser Voraussicht. Und ich werde jedem diese Lizenz schon mal freischalten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Das Licht ist fast aus. Wir gehen nach Haus. Rabimmel, Rabammel, Rabummel bei Let's Play Final Fantasy 12! Mit den Wiedergänger-Heinis. Nein, nicht angreifen. Abstauben! Ey, was? Achso, hab ich den falschen zum Clown aufgetragen. Egal. Hat sie da schon mal geklaut, dann können wir da weitermachen. Oder auch nicht. So, der gute Bash, den werde ich jetzt erstmal da lassen, weil der ordentlich reinhaut. Der basht ordentlich zu, wenn man so will. Und er macht mehr Schaden als alle anderen von mir. Na gut, der ist auch 2 Level höher. Was? Ich verstehe es nicht. Es ist so, als würde ich irgendwie den Knopf festhalten, also den Aktionsknopf. Und nix Brotes hier. Obwohl, sollen sie ruhig. Oh, es ist ein Mimic. Ja, jetzt machen sie ihrem Namen sogar mal alle Ehre. Man schon fast nicht mehr erwarten würde. Danke, Spiel. Und sie haben 20 Ratten in sich drin. Und ich glaube, diese komischen Mimics hier, die sich als Truhen tarnen, sind auch ein bisschen... Will ich ihn umbringen oder will ich ihn nicht umbringen?
Dann sind die schwarzen Skeletons hier nicht mehr da. Die ordentlich schöne Sachen geben. Auf der anderen Seite muss ich jetzt... Ich mach's einfach mal. Eigentlich dürfte er gar nicht so viele verschiedene Energiepunkte wiedergeben, weil er hat noch gar nicht so lange an seinem Strom da geruckelt, möchte ich mal sagen. Ja, das war jetzt aber fast gar nichts, was du an Schaden gemacht hast mit diesem Eismagie-Zauber. Fuck. Ich meine, Fark. Warum sage ich Fark? Hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht noch sogar ein bisschen gegrindet. Wehe, du giftest. Ha, 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 ha. Anfänger, Loser. Schade. Jetzt ist wieder entskelettiert worden hier alles. Okay, dann gehe ich vielleicht nochmal gleich. Nein, das ist auch blöd. Es ist tut mir leid, ich bin gerade überlegen. Ich habe gedacht, ja, wäre schön gewesen. Noch ein paar mehr Lizenzpunkte und Erfahrungspunkte und natürlich auch Klaulot ein- oder abzustauben. Aber nein! Dieses Viech hat zu viel Strom irgendwie wieder gelassen. So, mal zurückgegeben, was sehr, sehr schade ist. Ein Tor? Ob wir es jemals aufkriegen? Oh nein, die Karte sagt da... Karte sagt, da geht's nicht weiter. Da ist nur Attrappe. Ihr kennt das ja. Wie ganz, ganz, oder wie in Interieuren von Häusern oder von Städten, wo es ganz viele Häuser gibt mit Türen, wo da steht Tür ist zu oder noch nicht mal irgendwas passiert und so getan wird, als wäre da was, um einfach Größe zu erzeugen, die gar nicht da ist, um quasi Arbeit zu sparen. Und das wird ja auch so sein, nicht wahr? Weswegen ich eben sagte, nein, als ich das Level abgekriegt habe. Und zwar, der gute Basch oder die Stufe von Gästen oder auch von anderen Partymitgliedern, Basch ist ja momentan ein Gast, ist es von jedem so ein bisschen individuell. Nein! Nein! Basch, komm her zu... Genau, der kommt zu uns, dann können wir es hier noch ein kleines bisschen dunkler werden lassen. Die Stufe von Gästen oder anderen Partymitgliedern wird so ein bisschen individuell immer am Gruppendurchschnitt angepasst. Oder an den stärksten oder höchststufigen Gruppenmitgliedern oder so ähnlich. Also ich kann das nicht mit Bestimmtheit sagen, dann müsste ich mich schon auf einen bestimmten Charakter konzentrieren und danach gucken, wie seine Stufe dann ausgewürfelt wird. Aber bei Barsch der hätte wäre noch ein Stückchen stärker geworden, hätte ich ein bisschen mehr... wie heißt es? Ein bisschen mehr gelevelt. Ich hätte mal vielleicht mal nachgucken sollen, oder? Na, es ist nicht so wild. Ich glaube, es ist sogar scheißegal. So, aufmachen. Äther. Wow! Wow, ist hier viel Zeug. Nur 10 Gil. Es tut mir leid, aber mit 10 Gil kann man diesem Spiel nicht mal das Scheißhaus bezahlen, wenn man mal kurz flüchtig muss. Willkommen bei Hugo Boss. Ich kaufe auch was. Okay, der... Verdammt. Ja, der muss noch ein bisschen mehr saugen. Okay, du. Nein, das ist jetzt aber blöd. Das ist sehr, sehr blöd. So, ihr könnt mich mal gerade kreuz. Obwohl, wisst ihr was? Scheiß drauf. Dann eben keine Wiedergänger mehr. Dann eben weniger Lizenzpunkte. Dann eben weniger Erfahrungspunkte. Was kümmert's mich? Eigentlich kümmert's mich ziemlich viel. Vayne ist ja nicht da. Den interessiert's nämlich. Alles. Ja, ansonsten. Ach, komm. Was soll's? Ich könnte immer noch nach, wie heißt es, nein, Moment, oh Gott, ich bin gerade irgendwie durcheinander. Ich kann ja immer noch, Elrup, du heilst mal kurz die gute Fran, hoffentlich, rechtzeitig. Jawohl. Ich kann ja immer noch zum Speicherkristall zurück, aber wir müssen gerade jetzt erstmal gucken. Kronenwies, wenn ich jetzt noch eine Ahnung hätte, gegen was diese Viecher hier empfindlich gewesen wären, aber die sind zum Glück weich genug und wenig widerstandsfähig, sodass ich... Oder zumindest sowas. Ja, töte es. Bring es um. Obwohl, ich glaube, es könnte Blitzmagie sein. Obwohl, sie hinterlassen einen Blitzstein. Okay. Was? Ich habe gerade gedacht, da ist irgendwie ein Elementar oder sowas. Aber hier haben wir eine geheime Passage. Und bevor ich in diese geheime Passage einkehre... Nein! Was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich tun. So. Achtung! Aktion zurück. Aber da hat sich einer Regina drauf gezaubert. Kann ich vielleicht einen davon? Du da. Komm zu mir. Ja, knabber mich an. Knabber an meinen Öhrchen. Ich probier's mal mit Blitz. Würde ich zumindest mal vermuten. Dass es mit Blitz funktionieren könnte. Immerhin ist es. Und? Na, was soll's? Probier es am nächsten Mal mit ein bisschen Feuerzeug. 50 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht. So. Probieren wir es dieses Mal mit Feuerzeug und du klaust natürlich nochmal wieder ein bisschen Zeug. So, da ist sie, die Schatztruhe, die ich
Wasser. Noch viel weniger. Na egal, dann. Ich habe keine Ahnung, gegen was sie empfindlich wären. Das ist mir jetzt gerade auch egal. So, drück mir die Daumen. Ja! Im ersten Versuch, yeah! Ausgezeichnet! Da muss ich nicht zurückgehen und kann meinen Eichenstab anlegen. Ihr seht, Attacke außerordentlich hoch vergleichsweise und der Reflexwert noch außerordentlich höher. Wobei, Stäbe sind natürlich eine Art zweischneidiges Schwert, auch wenn sie kein Schwert sind und nicht schneiden. Nämlich, zum jetzigen Zeitpunkt ist die Angriffskraft dieses Stabes recht hoch, wie ihr gesehen habt. Oh nein, wie kommst du darauf, Bert? Moment, ist die Energie weniger geworden? Das fände ich gar nicht so schlecht. Was hatte ich jetzt gesagt? Ah ja, genau. Und der Reflexwert ist recht hoch. Aber das funktioniert normalerweise so. Eine Nahkampfwaffe hat einen gewissen Reflexwert, der sich zu dem des Schildes hinzuaddiert. Aber das Ganze wird separat betrachtet. Nämlich, man kann erst einmal auswürfeln, ob man mit der Nahkampfwaffe pariert. Also mit einem Schwert. Oder danach mit einem Schild blockt. Und das wird dann separat ausgewürfelt. Und für jede Waffe gilt dann nur ihr eigener Wert. Also nicht dieses Kumulierte, was dann im Menü steht oder was angezeigt wird. Von daher kann ich jetzt schon mal nur mit meiner Waffe parieren, blocken, whatever. Und nicht mit einem Schwert. Und dadurch fehlt mir natürlich eine gewisse Chance, was das... Hab ich jetzt irgendjemanden auf das Mimikviech da gehetzt? Ich guck gerade mal kurz. Was macht ihr zwei da hinten? Was ist mit Fran los? Ich glaube, sie geht tatsächlich... Nein. Ach du Nelke. Was sollte das denn jetzt sein? Ich wollte mir jetzt noch Energie saugen lassen. Aber nein, natürlich nicht. Ist sie nicht beklauen? Dann darfst du nochmal. Hoffentlich, bevor der Basch hier alles umbringt. Ein Eisenstück. Moment, das Viech... Doch, das Viech hat wieder alles vollgemacht. Ich hab alles vollgemacht. Das muss ich wieder sauber machen. Nein. Ah ja, genau. Und was? Zumindest habe ich da entsprechendes bei Recherchen nicht rausgefunden. Es gibt unter den Lizenzen auf dem Lizenzbrett, unter den Optionslizenzen, gibt es... Moment. Ich weiß nicht. Ich bin ja tatsächlich richtig. Also, das ist natürlich, aber ich hatte jetzt irgendwie im Kopf, oh, du musst einen Schalter drücken. Ich werde mal kurz speichern. Bis gleich. Ich wollte sagen, Stäbe werden dadurch relativ flott obsolet, wenn man auch die Optionslizenzen freischaltet, die das Blocken oder den Reflexwert mit Schilden auch noch erhöhen. Ich glaube, Schildblocklizenz oder irgendwie sowas. Ich glaube, jeweils pro Lizenz um 5 Punkte. Und da Schilde auch immer besser werden, übersteigt man den Reflexwert von Stäben damit doch relativ schnell. Deswegen muss ich mal gucken, wie sich das langfristig macht. Doch hier bekommen wir Schätze ohne Ende. Auch wenn dafür wir an der defekten Abflussleitung vorbei müssen. Oder bei der Discorama, Mimikönigin. Natürlich geht das Gatter sofort runter. Und der Grafikfehler an. For Boss Time! Gegen die Mimikönigin gar selbst. So. Und genauso wie ihre kleinen untertanartigen Gegner ist die Mimikönigin empfindlich gegenüber Ice Baby. Und genau deswegen habe ich angegeben, dass alle Charaktere hier sobald mit Eis auf den Gegnern draufholzen. Leider kann ich nicht, wie heißt es? Autsch! Leider Gottes. Nein, keinen Rostklumpen. Wir haben Potions noch welche, also benutze sie auch. Danke. Und ich glaube, ich werfe nochmal direkt eine hinterher, weil der Spezialangriff dieses Gegners könnte mich sonst umbringen. So, okay, jetzt direkt hinterher. Könnte eventuell auch besser sein für Warn zumindest, weil der Mehrfachangriffsmultiplikator für Stäbe, glaube ich, ein gutes Stückchen höher ist als das für Standardwaffen. Von daher, wenn ich Glück hätte, könnte ich damit sicherlich den Schaden, den Eis macht, übertrumpfen. Autsch! Wird der Strom jetzt aufgeladen? Nein. Na, natürlich kommt der Rest schön nach. Natürlich ist der Rest jetzt out of mana, deswegen muss ich hier gerade per Handbefehl ein bisschen Befehlseingaben machen, damit der Gegner auch mal irgendwann hier getötet wird. Und reicht das jetzt? Jawohl! Oh, ich liebe den Stab. An dieser Stelle ordentlich Schaden. Oh mein Gott, sie hat sich vorher einen Mut angetrunken und wankt jetzt gerade in die Wand. Ja, zerquetscht sie. Wer hat das Gatter aufgemacht? Es war Jesus, der von Bruce Wayne dafür bestochen wurde.
Ja, aber ich finde diesen Bosskampf weitaus einfacher als beispielsweise den gegen Fire Ebona. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie das Feuerding hieß. Freiheit. Wir schnuppern den Duft des guten Lebens. To think Dalmascan air could taste so sweet. Taste the sweet air of freedom. The Ester sand, by the look of it. Let's back to Rabanasta before we shrivel up. By your leave, Captain. Yes, the hour of my return is already over late. The people may hate me, but that does not free me of my charge. Ach was? Du bist Bartträger und damit absolut vertrauenswürdig. Yay! So, wir sind quasi da, wo der das Ausrufezeichen sagt, wo wir sind, natürlich. Hier im Süden ist, oder südlich dieses Gebietes, ist das Sandlabyrinth. Kann ich hiermit? Nein? Irgendwie... Kann ich jetzt irgendwie nicht dadurch manövrieren. Naja, auch egal. Da haben wir den Blütenkaktus erlegt. Da ist das Camp und da müssen wir hin nach Rabanasta. Und ich werde das Gebiet offscreen ablaufen, wenn ich denn da mal hinlaufe. Deswegen, dann wisst ihr Bescheid, wo ich lang gehen will. So, was haben wir denn hier? Es gab einen Riesenknall und dann wurde der Zugang zu den Tunneln verschüttet. Und der Boss ist da wahrscheinlich immer noch drin. Gibt zwar einen weiteren Eingang, aber den Schlüssel dazu hat auch unser Boss. Das ist irgendwie sehr schlecht. So, aber sehr gut ist es jetzt hier zu speichern. Bis klar. Was ich an dieser Stelle jetzt hier immer toll finde, als jemand, der sich die stärkste Waffe des Spiels besorgen möchte. Und zwar, ab dieser Stelle haben wir 75% der Schätze, die wir nicht aufmachen dürfen, um das Ding zu kriegen, bereits, nicht aufgemacht. Also wir müssen jetzt nicht mehr so sehr drauf achten. Abgesehen natürlich von der einen Stelle, wo man immer wieder dran vorbeikommt. Die letzte Stelle wird noch eine ganz schöne Weile brauchen, bis wir da durch sind. So, ansonsten, in diesem Gebiet, ich habe jetzt eben nicht geguckt genau, wie es heißt. Oh, da ist ein Schatz. Wenn wir in diesem Gebiet Cockatrices, also diese komischen riesigen Rollvögel... Oh, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Diese komischen riesigen Rollvögel hier. Nein, nicht das hier. Gambit, genau, wir werden hier wieder schön... unsere Angriffsbefehle mit reinnehmen. Sonst wird das Ganze ein bisschen lästig, auch wenn die Gegner hier größtenteils nichts aushalten. Und von einem Angriff von mir und von Bash umgebracht werden. Ausgezeichnet. Wenn wir hier einen Cockatrice umbringen, beispielsweise mit... Was war das? Oh, ein Cockatrice! Machen wir das mal. Ich kann hier ein Ramop spawnen. Und zwar mit jedem der umgerotteten Cockatrices gibt eine Chance von... Ich glaube, es waren ca. 20%, dass das Viech auftaucht. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das Viech umbringen kann. Zumindest, also ich kann es zu diesem Zeitpunkt umbringen, so ist es nicht. Aber ich hatte es in meinem Durchgang zweimal versucht. Einmal mit den neuen Zaubern, die ich kaufen kann. Dazu müsste ich aber erstmal nach Rabanasta. Und einmal ist es mir ganz, ganz knapp mit dem jetzigen Charakteraufgebot hier gelungen. Und von daher... Ich sag's mal so, sollte es mir gelingen, das Viech hier spawnen zu lassen, weil 20% hört sich jetzt relativ viel an, gerade weil hier relativ viele von den Cockatrices rumrollen, aber ich hatte bisher, ganz ehrlich, nicht so wirklich viel Glück damit, die Dinger, das Ding spawnen zu lassen. Das Schöne ist, es gibt, glaube ich, 2 oder 3 Lernpunkte, Lizenzpunkte, keine Ahnung. Ich habe wie gesagt, früher immer gesagt, das Lizenzbrett ist kein Lizenzbrett, sondern ein Lernbrett. Und diesen Weg, den ich jetzt gerade gegangen bin, den laufe ich dann, wie gesagt, wenn ich dann nach Rabanasta zurückkehre, offscreen. Doch, das tun wir jetzt erstmal nicht. Warum? Einmal, es gibt 2 Rare-Mobs, die ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch plätten kann. Oh gut, es gibt mehr, natürlich gibt es mehr. Gerade gibt es besonders einen, der etwas mit einer... Oh, das ist er, Neckbett. Neckbett ist gar nicht so ein Neck, der neckt mich immer. Zu Tode! Ich werde ihn ein bisschen rumlaufen lassen, weil er ist jetzt mit einem Buff gestartet oder gespawnt, nämlich, ich glaube, Courage. Erhöht die Angriffskraft um, was ist das, 25%? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das dauert, glaube ich, immer so ein Minütchen, bis es ausläuft und das lassen wir jetzt erstmal auslaufen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man diesen Charakter oder den Gegner dafür auf dem Schirm haben muss oder ob das sonst eingefroren wird. Es ist mir auch völlig egal, aber wir probieren das gleich einfach mal. Pieksen, ja, pieks mich. Und ihr seht, die Gegner sind so dermaßen schwach, dass ich gar nicht erst anfange, versuche zu klauen. Gab's hier irgendeinen Schatz? Ich hab hier keine Ahnung. Ah! Hier bin ich wirklich eine Ahnung, wo die Schatztruhen genau spawnen. Das kümmert mich auch wenig, zumindest momentan. Moment, momentan ist richtig. Momentan ist gut.
Oh mein Gott, es rollt mit anderen Rollmopsen rum. Dann könnten sie wenigstens direkt in den Ofen rollen und dabei die Federn entgleiten. Das ist Cockatrice, das... Oh, das sind beides Standard-Cockatrices. Ich gehe mal nicht davon... Oder? Ja, komisch. Naja, ich hoffe mal, dass nicht zwei Rare-Mobs der gleiche Rare-Mob zweimal spawnen kann. Das wäre... Ein bisschen schlecht wäre das. Nein, hör auf, mich zu pieken. Meine Güte. So, hier irgendwo war der noch. Hier irgendwo müsste er die Wüste durchkämmen. Verdammt, da ist noch was anderes gespawnt. Schauen wir mal ganz kurz. Cockpies und Neckbett. Gut. Könnte ich vielleicht die Aufmerksamkeit von nur einem von euch auf mich ziehen? Jetzt kommt der andere. Scheiße. Okay, guck mir mal, was das wird. Erstmal den hier umhauen. Genau. Und jetzt auf Neckbett. Nein, bitte geh auf mich los. Bitte nicht auf Basch. Bitte nicht auf Basch. Bitte nicht auf Basch. Der blockt mir zu wenig. Autsch. Oh, Mehrfachtreffer. Sehr, sehr gut. Wow. Wow. So, jetzt muss ich aber ein bisschen gucken. Ich werde mal mit Ball, sowohl Ball 4 und Fran eine weiße Magie-Biete auf Wahn draufholzen, weil ihr seht, der macht Schaden ohne Ende und ich möchte wieder ein bisschen voll werden. Und Wahn macht mit, wow, macht mit seinen Mehrfachtreffern so enorm viel Schaden, dass, ja, ich ihn nicht zum Heilen absetzen möchte. Er hat natürlich auch die Waffe mit der höchsten Angriffskraft gerade und Basch macht natürlich auch wahnsinnig viel Schaden. Ja, genau. Ihr werdet jetzt erstmal zum Superheilen eingesetzt, bis euch die Magiepunkte ausgehen. Ich muss gestehen, ich habe jetzt gerade auch nicht wirklich nachgeguckt, ob Neckbett... Oh Gott, jetzt könntest du langsam mal auf Basch draufhauen. Das wird langsam ein bisschen schwierig. Er ist, glaube ich, in einem ziemlich bisschen Boss-Mode drin. Er könnte jetzt selber auch Mehrfachtreffer machen. Komm, komm, come on! Was geht denn? Kiten, kiten, kiten! Und... Er ist weg! Yeah! 3 Lernpunkte. Enorm viele... Na, so enorm viele Lebenspunkte auch wieder nicht. Oh, eine Arcana. Ich bin nicht sicher, ob das der Drop war, den Neckbett haben kann, wenn ich das Waldläuferwissen habe. Es könnte theoretisch sein. Weiß ich jetzt nicht. Arcana sind ganz spezielle Items, die, ja, für das Erschaffen oder Produzieren, sage ich jetzt mal, von wirklich sehr, sehr guter Handelsware vonnöten sind. Und an die man nur sehr, sehr schwer rankommt. Ich glaube... Normal, es gibt noch große Arkane, an die kommt man, glaube ich, ohne ganz bestimmte Gegenstände, die so diesen Wissensslot haben. Und es gibt noch einen, ich möchte nicht zu sehr spoilern, aber ihr wisst schon, einen gewissen urnigen Gegenstand. Es ist kein Wissensgegenstand, sondern es ist der, gibt noch einen, neben dem Wissensslot, was Gegner droppen können, noch einen Urnenslot, wenn ich eine gewisse Urne mal irgendwann habe. Und darüber kriegt man dann häufige Arkanas oder auch große Arkanas, meine ich. Große Arkanas nur bei großen Gegnern. Große Gegner bringen große Arcana Verantwortung. Ich meine, dass die Cockatrices in diesem Bereich nicht dazu zählen, den Ding spawnen zu lassen. So, aber ich werde ihn gut und gerne nochmal spawnen. Wenn ich ihn zufällig nochmal spawnen lasse, während ich auf dem Rückweg andere Cockatrices umhaue, dann nehme ich ihn gerne auch nochmal mit. Auch wenn ich muss gestehen, ich bin überrascht, dass ich ihn so gut ohne die Magie, die ich im Kopf hatte, umgebracht habe. Was man hier beachten sollte, hier in diesem Gebiet gibt es auch einen weiteren Rare-Mob, aber dazu darf man hier keinen Kaktor umhauen. Und bevor ich mich diesem Gegner widme, werde ich nochmal kurz hier ins Dorf gehen. Begeben. Ich werde mich hier ins Dorf gehen. Grammatik Bernd strikt! Schlägt wieder zu. Und einer der Gründe, weswegen ich das jetzt gemacht habe, hier gibt es einen gelben Speicherkristall. Man kann sich zwischen verschiedenen gelben Speicherkristallen, die man einmal angeredet hat, hin und her teleportieren. Aber das werde ich anfangs nicht tun, weil ich kann auf den verschiedenen Hin- und Herwegen die ganzen Mobs umhauen für Lizenzpunkte. Psst, halte dich ruhig. Drinnen ruht eine kranke Person. Wir fanden sie bewusstlos nicht unweit der Siedlung, aber ihr Fieber will einfach nicht sinken. Okay, da muss ich doch einmal mit Dandro im Camp sprechen. Ich denke, das machen wir beim nächsten Mal. Und hier haben wir einen Stoppkartenverkäufer, Mogel. Diese Wüste ist so verwinkelt, dass sogar ich mich manchmal verlaufe. Aber nur, wenn ich meine Kubogradionen-Karten vergessen habe. Gucken wir mal, ob wir eine kaufen möchten. Naja, Ostwüste. Obwohl, ich glaube, das habe ich schon fast alles aufgedeckt. Von daher. Egal, habe ich es eben. So. Ja, alle Kartenabschnitte aufgedeckt. Ja, ich werde jetzt nochmal speichern. Ich habe Neckbett ja schließlich besiegt. Bis gleich. Okay, auch mit meinen überragenden Spielkünsten ist der Nimmersator, der Rare Mob, der hier spawnt, mir ein bisschen über. Noch.
Okay, tödlich verunglückt, möchte ich mal sagen. Vielleicht schaffen wir ihn in der nächsten Folge. Tun wir das? Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy 12. Ich danke fürs Zugucken. Ciao. Ich werde mich übrigens bis zum Camp aufmachen. Zu Dunkel. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.